Content Marketing für die Praxis heißt, dass man unbedingt auch eine Strategie entwickeln muss, um die richtigen Zielkunden, in diesem Fachjargon spricht man oft von Personas, findet, damit die diese Produkte auch kaufen, die ich anbiete. Dafür muss ich aber psychologisch gesehen erstmal verstehen, was brauchen diese Zielkunden, was für Wünsche, was für Probleme haben die, damit ich dementsprechend den Nutzen, die Lösungen von Produktseite anbieten kann, damit eine Beziehung entsteht zwischen den Wünschen der Kunden und den Anbietern Nutzen. So, und das ist gar nicht so einfach, das zusammenzuführen, weil es gibt ja viele Angebote am Markt. Nicht nur hier auf der Königsallee in Düsseldorf ist ein Mode-Fashion-Marker an der nächsten. Und das trifft für alle Branchen, für alle Unternehmen zu. Das heißt, ich muss die Marke attraktiv gestalten, ich muss die Aufmerksamkeit der Zielkunden gewinnen und die Präferenzen fördern, dass ich gekauft werde und nicht der Mitbewerber. Dafür muss ich an der Positionierung arbeiten, ich muss mich differenzieren. Und das ist gar nicht so einfach, das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe und das erarbeitet man in einer Content-Marketing-Strategie.